Wir können nun auch Fragen in unser Programm einbauen. Dies erlaubt uns zum Beispiel, ein Quiz zu machen. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ich habe hier ein Objekt und wenn das Programm startet, soll gleich eine Quizfrage gestellt werden. Hierfür gehe ich unter Aussehen und wähle den Fragebaustein. Wenn ich auf Wie ist dein Name tippe, kann ich nun meine eigene Frage erstellen. Meine Frage soll lauten, wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Die Antwort soll in einer neuen Variable gespeichert werden, die ich Antwort 1 benenne. Nun will ich überprüfen, ob die Antwort richtig ist und entsprechend richtig oder falsch zurückgeben. Hier nehme ich den Baustein unter Steuerung, und zwar den Baustein wenn ... wahr ist, dann sonst. Als Bedingung muss ich hier meine Variable nehmen, in der die Antwort gespeichert ist. Und diese muss gleich sein wie die richtige Antwort, was in diesem Fall Wien ist. Wenn die Antwort richtig ist, soll das Objekt nun richtig sagen. Und wenn nicht, soll es falsch sagen. Schauen wir uns das Programm an. Gleich am Anfang erscheint die Frage und wenn ich als Antwort Wien eingebe, bekomme ich ein richtig von meinem Objekt. Ist die Antwort nicht Wien, erscheint ein falsch. Mit diesem Baustein kannst du somit tolle Quizzes und dein Programm sehr interaktiv machen. Viel Spaß beim Ausprobieren!